Und das andere FF. Stimmt. Stimmt. Und das andere FF. Hast recht. Die andere Art von FF. FF hat noch eine ganz andere Seite. Gerne, gerne, werde ich bestimmt. Würde mich freuen. Dann noch einen wunderschönen Abend. Morgen wundervollen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ist mein Maskottchen. Das ist mega cute. Mega cute. Ansonsten Backpfeife von Norflamour. Also. Aber eine sanfte bitte, ne? Mit so einem kleinen sanften Handschuh. Okay, so. Ich lese jetzt aber wirklich mal. Sonst wird das hier nichts. Ich denke, wir sollten mal nach ein paar Augenzeugen suchen. Findest du nicht? Bislang hat das Opfer hauptsächlich unter den Flüchtlingen gegeben. Vielleicht wissen welche von denen etwas zum spurlosen Verschwinden ihrer Kameraden zu berichten. Klar, ich werde nur streicheln. Das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch, Ramur. Das hoffe ich doch. Bevor du mit einem der Flüchtlinge sprichst, solltest du aber erst mal Rat bei Ungust einholen. Der Händler lebt zwar seit einigen Jahren auf dem Goldbazar, kommt aber ursprünglich aus Knochenbleich. Er kann die Leute hier besser einschätzen als ich und dir vielleicht Anhaltspunkte liefern. Ein bisschen schroff der Gute, aber lass dich davon nicht abschrecken. Ich habe vorhin gesehen, wie er polternd und zeternd in die Schenke verschwunden ist, wo er sich vermutlich die vom vielen falschen, heiß geredete Kehle kühlt. Vielleicht wird er ja nach ein paar Krügen gesprächig. Zeig ihm aber sicherheitshalber dieses Empfehlungsschreiben von mir, damit er dich nicht unbesehen und im hohen Bogen aus dem Fenster wirft. Das wäre schade. Ist streichen das deutsche Wort für Englisch? Just a prank, bro. Oh. Ihr seid schon wieder so nett, ne? Seid schon wieder so richtig, richtig nett, ne? Was tut es da? Starrt die Wand an. Starrt halt einfach nur die Wand an. Paralysiert von der Wand. Ja. Du schon wieder. Unsere Begegnung in Ulde hat mir gereicht. Also schwör ab, findet man denn nicht mal in seiner Heimat mehr Ruhe? Es reibt sich mit der Lotion ein. Oh. Will ich wissen, was es für eine ist? Was? Isenbart schickt dich? Dann bleibt mir ja wohl keine Wahl. Ich soll dir also was über die Flüchtlinge erzählen, hä? Tja, viel gibt es da nicht zu sagen. Die armen Wichte sind so traumatisiert, dass sie schon Reis ausnehmen, wenn man sich ihnen nur auf 10 Schritte nähert. Könnte allerdings auch daran liegen, dass Kerle wie ich sich hier in der Vergangenheit nicht gerade freundlich behandelt und ordentlich rumgescheucht haben. Jetzt mit all den Vermissten und so werden sie nicht unbedingt zutraulicher geworden sein. Wenn du mir nicht glaubst, kannst du ja selbst mal versuchen, was aus einem von ihnen rauszukitzeln. Viel Glück, meine Liebe. Du wirst es brauchen. Werde ich das, ja? Okay. Hui. 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 Uch. Lauf erst mal im ersten vorbei. Haben es jetzt auch schon die Abenteuer auf uns abgesehen? Wenn die Priester nicht wären, hätten wir überhaupt niemanden mehr auf dieser Welt. Ja, was würden wir nur ohne die Priester machen? Hallo, Schickerbo. Hi. Hi. Ich will auch einen. Ich habe noch keinen. Das dauert noch ein bisschen. Von mir hörst du ganz sicher nichts. Für Leute wie dich sind wir doch nur Mittel zum Zweck. In Thals Hölle sollt ihr alle schmoren. Aber ich bin kein guter Schmorbraten. Ich will nicht geschmort werden. Hilfe! Bleib mir vom Leib! Ich weiß von nichts, ehrlich. Verschlepp mich bitte nicht. Ein Tag und 8 Stunden. Nicht schlecht. Nicht schlecht.
Gute Zeit in Salik. Ja, tatsächlich. Also ein Tag und 8 Stunden ist echt schon. Ist echt schon eine Menge. Und, glaubst du mir jetzt? Die Flüchtlinge sind ein verschlossenes Völkchen, was? Die vertrauen sich höchstens ihren Göttern an. Habe übrigens so meine Zweifel, ob an dieser Entführungsgeschichte überhaupt was dran ist. Wahrscheinlich haben die verschwundenen Flüchtlinge ihr Glück einfach an einem anderen Ort gesucht. Ob sie es da finden, wage ich aber mal schwer zu bezweifeln. Ein Tag und 11 Stunden. Auch nicht schlecht. Ein paar Stündchen mehr. Ein paar Stündchen mehr. Jo, dann können wir den Rotz zusammen abgeben. Ich muss diese ganzen Quests dann auch nachholen. Aber hey, ich kann mir jetzt gleich wieder fischen gehen. In der Stunde. Sie sagte gleich. Meinte in der Stunde. Und? Haben deine Nachforschungen etwas gebracht? Verstehe. Glaubst du, Unkus hat recht mit seiner Theorie? Die Leute einfach nur woanders ihr Glück versuchen? Aber dann hätten sie doch bestimmt von jemandem hier verabschiedet. Nein, so kann das nicht sein. Wenn die Flüchtlinge wirklich nur ihren Göttern trauen, dann sollten wir uns vielleicht an die Priester wenden. Ich werde mir etwas zurechtlegen, also lass dich demnächst wieder hier blicken. Wollte damit nicht angeben. War nur neugierig. Auch alles gut. Dafür ist es ja da. Dafür habe ich es ja aktiviert. Ich finde es immer interessant zu sehen, wie lange ihr schon zuseht. Oder wie lange ihr halt schon dabei seid. Finde ich tatsächlich immer recht interessant. Kannst du irgendwelche deutschen Akzente? Nein. Kann ich tatsächlich nicht. Ich kann nicht tatsächlich nicht. Mein Verlobter kann. Der kann wirklich Plattdeutsch kann er. Also zumindest recht gut. Bayerisch kriegt er auch hin. Aber ich krieg's tatsächlich gar nicht hin. Ich bin da sowas von unbegabt. Ich musste vorhin ja zu diese Quest machen, wo man ja dann seine Frisur ändern kann. Ich habe sie immer noch nicht komplett abgegeben. Und da den französischen Akzent zu machen, das war ja furchtbar. Ich und Akzente. Follow-Age. 1 Monat, 27 Tagen und 3 Stunden. So lang bist du schon bei uns? Ja. Toi, toi. So lang hast du es hier ausgehalten. Account Age wurde vor 7 Jahren, 3 Monaten, 17 Tagen und 11 Stunden angelegt. Okay. Ich weiß gar nicht, wann habe ich meinen Account erstellt? 2020, glaube ich. 2019, 2020. Und das war damals nur zum Streams gucken. Wie viele Kanalpunkte muss ich zahlen, dass du dich an einem der bekanntesten deutschen Akzente versuchst? Gar nichts. Ich mach das nicht. Das Schlimmste ist, ich weiß, im Kopf weiß ich, wie sie klingen. Und wenn ich so mache, dann, ich weiß nicht, irgendwie, da kommt was ganz anderes bei raus. Bei Final Fantasy 9 gibt es ja, glaube ich, einen Charakter, der ja so einen bayerischen Dialekt hat. Und das habe ich mal versucht, laut vorzulesen. Ich habe mir die Zunge halb gebrochen. Ohne Witz, ich habe mir einfach nur die Zunge abgebrochen. Dachte nur so, okay. Was wollen die jetzt zu mir? Ich habe nichts verstanden. Nicht mal, wenn ich es leise lese. Wurde vor 9 Jahren, 11 Monaten, 22 Tagen mit 1 Stunde angelegt. Alter. Ich bin einfach nur alt. Das Alter ist nur eine Zahl. Catpaws sind die Punkte, die ihr bei Stream Elements habt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal Sonntag, ein Gewinnspiel machen würde. Und das Gewinnspiel würde dann über Catpaws laufen.
Das heißt, wenn ihr dann Tickets kauft, kosten sie, ich sage jetzt mal beispielsweise, 500 Catpaws. So teuer waren sie bei mir bisher noch nicht, aber ne, ist jetzt nur ein Beispiel. Dann würdet ihr halt für 500 Catpaws oder ausgeben, damit ihr ein Ticket kriegt und dann im Gewinnspiel teilnehmt. Wenn ich mich irgendwann mal dahinter gefuchst habe, könnt ihr auch Spiele spielen. Ich weiß nur noch nicht, wie es funktioniert. Ich muss mich da nochmal einfuchsen. Aber wie gesagt, dafür sind die da. Also es ist unabhängig von den Kanalpunkten, die ihr auf Twitch habt. Das ist halt eine extra Währung, die ich eingeführt hatte, bevor ich Affiliate geworden bin. Also bevor es überhaupt die Kanalpunkte bei mir gab. Und deswegen, ne, dachte ich, komm, passt ja. Und für Gewinnspiele ist ja eh ganz gut. Sammelt ihr dann und fertig. Und gern geschehen. Dafür ist das ja da. Bei Fragen, ne? Ich kann nicht immer alles beantworten, aber das funktioniert. Das weiß ich ja. Das macht mich echt depressiv gerade. 10 Jahre meine Fresse. Oh, der Mann. Ein Alter ist ja nur eine Zahl. Es kommt ja drauf an, wie du dich fühlst. Und wenn du jetzt sagst, du fühlst dich alt, ne? Dann fühl dich gehauen, ja. Ich kann auch so Spiele spielen. Tue ich gerade. FF14 ist an bei mir. No. Ja, es gibt halt, ich weiß gar nicht, Bingo gibt's, glaube ich, und es gibt plötzlich andere. Jawohl. Ach ja, stimmt, wir haben ja auch die Bestenliste. Seht ihr dann auch auf der Bestenliste, seht ihr dann auch, wie viele Catpaws die Leute haben. Noch historisch gesehen. Und wie viel ihr, ne? An Catpaws kriegt, wenn ihr Aktivitäten macht. Das ist eigentlich ganz cool. Nettes Gimmick. Und Lotro Cat ist übrigens von Iron. Das hat Iron umgedichtet. Das macht sie immer, wenn wir Lord of the Rings spielen, also Lotro. Dann haut sie das Lotro-Cat raus. Aber manchmal macht sie das auch so. Nee, alt fühle ich mich nicht. Ich würde sagen, so 27, aber wenn ich die Zahlen lese, ist das wie ein Vorschlagkammer der Zeit. Hm. Platz 1 wird mehr als 290k. Mhm. Mhm. Könnt ihr raten? Könnt ihr raten, wer das mit den 290k ist? Ja. Es sind schon einige horrende Punkte dabei. Wobei vom ersten zum zweiten ist auch nochmal heftig. Danach geht's eigentlich. Danach sind's recht normale Zahlen. Na gut, normal. Aber ist halt schon heftig. In 7 Tagen bin ich 37. In 7 Tagen hast du also Geburtstag? Also direkt am 7., ne? Ja? Am 7.9.? Ich habe in 10 Tagen Geburtstag. Ah, 6.9. Okay. Warte mal. Jungfrau. Ja, ich bin die ewige Jungfrau. Upsamua. Ja, ich hab tatsächlich am 10.9.
Ich habe am 10.9. Hm, 22.5. Ah. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich mir das eintrage, ne? Das ist euch hoffentlich bewusst, ja? Das mache ich aber tatsächlich mit vielen aus der Community, damit ich mir... Damit ich dann immer schön gratulieren kann. Was denn? Ich will eure Geburtstage nicht verpassen. Ohne Witz, ich notiere mir das. Das habe ich von Anfang an gemacht. Und mein kompletter Kalender füllt sich so langsam mit den Geburtstagen. Ich finde das immer toll. Ja, Tervan, ich kann dir aber nachträglich gratulieren. Das ist ihr egal. Ich kann ihr nachträglich. Es geht ums Prinzip. Ich will nur, ne, dass ich es nicht vergesse. Wir haben ja, gut, auf dem Discord-Server haben sich da leider noch nicht so viele. Na gut, ist auch kein Muss. Aber wir haben extra auf dem Discord-Server einen Reiter für Geburtstage. Gut, haben wir uns so zu dritt eingetragen. Verstehe ich auch, wenn nicht alle wissen wollen, ne, dass man Geburtstag hat. Wissen sollen. Das verstehe ich schon. Nach einer Woche ist das aber merkwürdig. Das ist mir egal. Ich bin merkwürdig. Aber das wisst ihr doch mittlerweile auch schon. Ich bin merkwürdig. Und jetzt ist auch ein Häkchen hinter, wenn du jemand gratuliert hast. Nein! Nein! Wer macht denn sowas? Wer macht denn da ein Häkchen hinter? Ich weiß nicht. Wie würde das machen? Jetzt deinem letzten Geburtstag, der ja scheinbar schon fast ein Jahr her ist. Ich finde, eine Woche danach geht noch. Eine Woche danach geht noch. Außerdem, ich kann dir auch einfach eine Nachricht schreiben. An dem Tag. Entweder auf Twitch oder ich kann ja auf Discord anschreiben. Dann habe ich dir an dem Tag gratuliert, aber du antwortest halt eine Woche später. Geht auch. Ich meine ja nur. Sind wir das nicht alle ein bisschen? Das stimmt. Das stimmt. So. Um mit den Priestern zu sprechen, solltest du dich zur Sankt Adamalandama-Kirche begeben. Sie liegt gleich westlich dieses Camps. Und wenn du sowieso dort vorbeischaust, kannst du auch gleich einen der Leichname mitnehmen. Mich hat nämlich die Nachricht erreicht, dass das erste Grab ausgehoben worden ist. Der Friedhofswart Marquess wird dir sagen können, wo genau du den Leichnam hinbringen sollst. Wenn du dich dadurch besser fühlst. Ja. Fühle ich mich. Merkwürdig wird's, wenn sie dir einen Brief schickt, wo sie dir gratuliert. Oh Gott, okay, das wäre echt creepy. Das wäre echt creepy. Dann müsste Tervan sich aber Gedanken machen, wie ich dann die Adresse rausgekriegt habe. Das wäre sogar für meine Verhältnisse gruselig. So, ich komme eh nicht mehr dazu, das andere zu machen. Genau deswegen. Also ich glaube, da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Das wäre sogar für mich zu viel. Ich sag mal so, wenn man sich besser kennt, wäre es möglich, aber ich würde jetzt nicht stalken, um die Adresse herauszufinden. Würde ich bei mir auch nicht wollen. Das wäre too much. Das wäre einfach nur too much. Aber gratulieren, ich finde das immer ganz nett. Ich bin tatsächlich so ein Mensch, ich freue mich immer, wenn ich dann, wenn man eine Nachricht bekommt. Ist ja auch kein Muss. Aber ich finde das immer, das ist eine schöne Geste. Wenn man sich kennt, wenn man den Geburtstag weiß und dann gratuliert, ist eine nette Geste. Weiß man es gibt jemanden, der an einen denkt, der einen halt gratuliert. Finde ich immer ganz nett. Außer bei Menschen, die man nicht ab kann, aber
Ich selbst solche Menschen habe ich schon gratuliert. Ein Gehilfen anstellen, das lese ich jetzt übrigens nicht. So, ja, in der Zukunft kurz abbrechen. Gespeichertes Aussehen verwenden, komm. Machen wir. Skip. Ja, das brauche ich nun wirklich nicht lesen. Das ist jetzt nichts Relevantes. Ich glaube, wie man einen Gehilfen anheuert hier, ist weit und breit bekannt. Reinchen, Kalöchen! Nur kurz da, bis im Bett fertig bin. Ah, okay. Ja, Sächen. Freut mich, dass du reinschaust. Gott, wie nennen wir denn jetzt unseren Gehilfen? Es ist weiblich. Ich wollte gerade Heinz Rudolf sagen, aber... okay. Also ich persönlich finde das unnötig. Oh, hey, an diesem Datum muss ich was Letztes für dich tun. Erstes Glückwunsch von mir. Ich hasse das wirklich. Ich mag's, wenn du was Gutes tun willst. Mach das los, gelöst von irgendwelchen Pflichten. Ja, ist Ansichtssache. Aber ich weiß, ich finde das irgendwie schön. Ich würde es an jedem Tag machen. Ist ja genauso wie alle sagen, ne, man schenkt der Mutter was zum Muttertag. Ich habe meiner Mutter auch unabhängig vom Muttertag was geschenkt. Ich weiß, ich finde es trotzdem eine schöne Geste. Und für mich ist es auch kein Zwang. Wenn ich jemand nicht gratulieren will, dann gratuliere ich der Person auch nicht. Wenn ich einer Person gratulieren möchte, dann finde ich, es ist halt immer ein Unterschied. Ob jemand sagt, du musst dem und dem jetzt gratulieren, oder ob du sagst von dir aus, hey, ich würde dem gern gratulieren. Ne? Ich finde, da ist immer noch ein Unterschied. Weil das habe ich früher nämlich immer gehasst. Ich musste Menschen gratulieren, denen ich nicht gratulieren wollte. Heute gratuliere ich nur den Menschen, denen ich auch gratulieren möchte. Ich finde das schön. Ich würde dir auch so zwischendurch einen schönen Tag wünschen. Würde ich trotzdem machen. Weißt du, ich bin seltsam. Lasst mich. Meine Güte, mein Deutsch heute. Alles gut, alles gut. Ist es okay, wenn ich Ryan sage? Oder ist dir lieber der komplette Name? Ich frage immer vorher. Gratuliere den Menschen, die mir nahestehen. Wenn ich mal mitbekomme, dass jemand heute fährt, dann gratuliere ich auch. Wie gesagt, bei mir ist es halt, wenn ich es weiß und wenn ich die Person mag. Wenn jetzt, keine Ahnung, irgendein Mensch auf der Straße an mir vorbeiläuft, den ich nicht kenne, beim Chat ist es zum Beispiel auch was anderes. Ich habe so viele Leute durch den Chat kennengelernt. Weiß nicht, das ist wie Familie so ein bisschen. Aber eine nette Familie, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Ich bin nicht gut im Erklären. Ich bin echt nicht gut im Erklären. Run reicht. Supi. Kürzt das für mich auch ein bisschen ab. Das kenne ich aber. Musste auch als Kind Leuten gratulieren, die ich nicht mochte. Ja, das war furchtbar für mich. Immer so irgendwelchen Tanten dann... Ja, hier, deine Tante so und so ist am Telefon. Gratulier der mal. Aber warum? Ich habe mit der Frau nichts zu tun. Ich würde sagen, ich bin nicht die sozialste Person. Letztansichten, die nicht der Norm entsprechen. Also tu, was dir glücklich macht. Also wenn du definitiv sagst, du möchtest das nicht, dann mache ich das auch nicht. Aber so an sich würde ich... Ich bin auch nicht so die sozialste Person. Ich weiß nicht, es gibt so Sachen, die finde ich... Von mir aus, das ist für mich kein Zwang, das ist für mich einfach nur eine nette Geste. Ich habe immer noch keinen Namen.
Namen zu finden für Gehilfen. Okay. Toll, Blubbelpupp. Ja, okay. Blubbelpupp ist unser Gehilfe. Toll. Das ist ja auch nicht der Freund, der mit dir ins Kino geht, sondern eher der Mensch, der bei dir ist, wenn es dir dreckig geht. Was? Sowas ist nett. Sowas ist toll. Wäre bei mir auch. Ich bin auch nicht so die Person, die sagt, hey, komm, lass feiern gehen. Komm, lass uns da und da hingehen. Aber wenn man sagt, hey, mir geht scheiße, oder ich merke, der Person geht scheiße, ich bin sofort da. Ich bin sofort da. Ohne Wenn und Aber. Ohne, ne, ich habe das zu tun, ich habe das zu tun, sondern ich bin direkt da. Jetzt definitiv nicht. Mir Glückwünsche bestellt. Was zu haben. Zu jedem anderen nicht so sozial erzwungenen Zeitpunkt vollkommen okay. Okay. Dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Dann mache ich das auch nicht. Krampf. Oh, Krampf. Autsch. Krampf. 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 Jo, ich kann meinen Inventar endlich ausräumen. Kitty! Na, genug Sea of Thieves gespielt? Das kann ich reinpacken. Das kann ich reinpacken. Das kann ich reinpacken. I'm back. Juhu! Herzlich willkommen zurück. Jo. Jo. Das andere brauche ich. Ich bin mit einem guten Freund 2 Stunden in der Nacht zu ihm gefahren. Und, um ihn aufzusammeln, da sein Wagen mitten im Nirgendwo stehen geblieben ist. Oh je. Ist aber auch mies, wenn der Wagen einfach mal stehen bleibt. Aber solche Menschen gibt es viel zu wenig. Solche Menschen gibt es viel zu wenig. Finde ich. Also, wenn ich so bedenke, die wenigsten würden das machen. Die wenigsten. So, die Fischis bringen ja eh nichts. Nehmen wir mal das. Einmal alles verkaufen hier. Na, nicht die Köder. Nein, das auch nicht. Einmal sortieren. Dann kann sich auf mich verlassen. Das ist gut. Das finde ich gut. Wie gesagt, das ist eine Seltenheit heutzutage. Also, ich weiß auch nicht, wie viele Freundschaften ich jetzt habe schon zerbrechen sehen. Ob es bei mir war oder allgemein. Wo ich immer versucht habe, für die Leute da zu sein. Und eigentlich dann immer nur ein Brett vor den Kopf gekriegt habe. Es ist nicht leicht, heutzutage noch Menschen zu treffen, die auch füreinander da sind, ohne irgendwas zu verlangen, ohne das zu sagen, ne, du bist scheiße, du bist kacke. Das ist sehr, sehr selten. Sehr, sehr, sehr selten. Genauso wie gute Freundschaften. So, habe ich es jetzt bald? Ja. Nee, das hier noch. Ich bin einfach genervt von CSDs gerade. Man bereitet eine gemütliche Loot-Runde vor, wird knapp 2 Stunden von so einem Kack-Spieler verfolgt, die nichts anderes zu tun haben, Level 1 Handelsflagge zu jagen. Ich kenne mich leider mit dem Spiel nicht großartig aus, aber es klingt verdammt scheiße. Klingt sehr, sehr scheiße. Mir oft sehr oft schon passiert, der letzte Freund, den ich 10 Jahre lang kannte, hat mich nach all dieser Zeit in den Rücken gestochen. Fühle ich. Fühle ich. Also, ich hatte auch anfangs, als ich angefangen habe mit Streamen, mit meinem besten Kumpel quasi als Mod gestartet. Nach 11 Jahren ist die Freundschaft wegen Lügen an
seinerseits zerbrochen. Und weil man sich halt so gedacht hat, okay, es ist einmal passiert, ja, war ein Fauxpas. Dann ist es nochmal passiert und nochmal passiert und du denkst dir, nee, dafür ist mir meine Zeit so schade. Kein Bock drauf. Und dann, ne, leider die Freundschaft auch daran zerbrochen. Also, ich weiß nicht, wie viele Freundschaften ich in den letzten Jahren dann halt so, weil die Leute dann irgendwann, ich weiß nicht, was bei manchen Leuten im Kopf so vor sich geht. Sind so gewissen, ob's Neid war, ob's Lügen waren, ob's einfach Kontaktabbruch, ohne dass man was gesagt oder getan hat, von Beleidigungen, die man einfach so am Kopf geballert gekriegt hat, obwohl nichts passiert ist. Du sitzt halt einfach, ohne Witz, war eine Aktion, ich saß einfach ganz normal da und plötzlich wirst du beleidigt, kriegst du eine beleidigende Nachricht und du weißt nicht mehr, was passiert ist. Weil eigentlich alles gut für dich war und dann okay, oder so. Ciao. Also, das ist einfach so furchtbar. Eine wahre Freundschaft zu finden heutzutage ist so unglaublich schwer. So unglaublich schwer. Also halt Botschaften annehmen. Handelsbund, Seelenordner, Schnitter sind Flaggen, die man von Botschaften bekommt. Und je mehr der Botschaft, desto höher das Level der Flagge. Bis Level 5 geht es hoch. Okay. Klingt aber verdammt kompliziert, Kiki. Aber eher, weil ich es wahrscheinlich nicht spiele. Nein, das ist das große Problem, ja. Ich glaube, egal ob Beziehung, ob andere Freunde, ob Beruf, Neid ist ganz groß, ganz oben dabei. Geht mir aber genauso. Ich wurde gemobbt, diskriminiert, beleidigt und habe immer ein Brett in die Binde gekriegt. Gleich eine Axt im Rücken und das wurde eben nur drauf getreten, dass die Axt auch ja hält. Und jetzt spielen die Unschuld vom Lande. Ja. Fühl ich. Und ich finde das so furchtbar. Vor allem Menschen, von denen du dachtest, du hättest es nie erwartet. Ja, und auch so das Blaue vom Himmel, so, ne, ja, wir sind die besten Freunde und die Geheimnisse bleiben immer bei mir und was weiß ich. Und am Ende wird dir so unglaublich wehgetan. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Also, allein in den letzten Jahren. Ich glaube, bei mir hat es tatsächlich einfach... Es hat in der dritten Klasse angefangen. Es zieht sich so komplett durch, wie so ein roter Faden. Das ist ganz, ganz furchtbar. Und es hat halt in der Schulzeit, wahrscheinlich bei den meisten, einfach schon angefangen. Ich meine, wie du schon sagst, mit Mobbing und allem möglichen. Treppe runtergeworfen, alles Mögliche. Was ich auch schon an blauen Flecken hatte. Also die Menschen kommen auf die krankesten Ideen, einem anderen Menschen weh zu tun. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich machen wollte. Doch, ich weiß, was ich machen wollte. Den zweiten Griffen einstellen. Es ist einfach nur furchtbar. Die Welt ist ganz, ganz traurig. Wie ist mein Heilerfuchs weiter? Bin aber auch aktiv. Alles gut, Kitty. Alles gut. Aber freue ich mich, dass du dann so im Halblock, ich nenne es einfach mal Halblock, da bist. Nee, nur sehe ich klar und eventuell kann ich auch nicht mehr so schnell vertrauen wie vorher. Das hat mein Licht im Hirn eingeschaltet. Vertrauen ist dann halt auch im Arsch, ne? Und desto mehr sowas passiert, desto größer ist das Vertrauen einfach komplett im Arsch. Weil wie willst du einem Menschen vertrauen, wenn du so oft einfach nur ein besser in den Rücken gekriegt hast? Und Fenris X Gaming, vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid. Und herzlich willkommen hier. Leider haben wir gerade so ein kleines Deep-Thema, aber alles gut. Setzt euch rein. Herzlich willkommen hier. Shoutout kommt sofort. Ich bin sofort da. Herzlich willkommen. Was gab's bei euch? Was habt ihr gemacht? So. Shoutout kommt in einer Sekunde. Jo. F14. Jächen. Geil. Blalula, Hallöchen. Na? Alles gut bei dir?
Und Fenris, ist bei dir auch alles gut? Wir haben halt gerade ne, so eine kleine Deep Talk-Runde, aber muss ja auch mal sein. Wir reden gerade so ein bisschen über Freundschaften, die zerbrochen sind und so weiter und so weiter. Also, ne? Nicht wundern. Es ist gerade eher weniger Content und mehr Gehilfen erstellen gerade. Achso, nein, braucht die nicht. Und halt so ein bisschen quatschen. Das Setting hier. Ne. Aber es muss auch mal sein. Man muss auch mal über solche Themen reden, finde ich. Und da will ich ja auch, ne? Keine Grauzone machen. Das muss auch mal rausgelassen werden. Jetzt, wenn ihr übrigens Gehilfennamen habt, immer raus damit. Die Talk braucht die richtige Uhrzeit. Oh ja. Wann geht das besser als abends in einer gemütlichen Runde? Ne? Mir geht's soweit auch gut. War ein entspannter Tag. Und ja, jetzt lassen wir einfach gemütlich den Abend ausklingen. Haben ein bisschen Story gemacht. Wie gesagt, jetzt bin ich am Gehilfen erstellen, weil wir das endlich freigeschaltet haben und ja. Blali. Ja, kein Problem, gerne. Kann ich mal. Vielleicht geht's ja. Huch. So. Vielleicht nimmt er ihn, ja. Ja, perfekt. Klappt. Sehr geil. Direkt auf Anhieb. Ich bin begeistert. Bin gerade mal 24 Jahre und habe so gesagt schon 3 Höhen durchlebt. Ähnlich wie bei mir. 26, also fast 26 und gerade erst was hinter mir mit Freundschaft. Dann vor einem halben Jahr, doch halbes Jahr, da ist halt diese 11-jährige Freundschaft komplett in die Brüche gegangen. Und ja, wie gesagt, durch Lügen, durch, ne, einfach nicht dazu stehen, dass man was falsch gemacht hat. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz oft das Problem. Dass Menschen Scheiße bauen, glauben, ach ja, sie hat mir ja schon vorher 30 Mal verziehen, dann verzeiht sie mir das hier bestimmt auch nochmal. Und dann dieses nicht eingestehen, dass man was falsch gemacht hat. So, das ist halt auch ganz oft das Problem. Dass man immer die Schuld auf die anderen geschoben hat. Oh, dass aber vielleicht auch mal beide oder ne, dass die Person auch mal was falsch gemacht hat. Und dann, wie gesagt, ja, wie ihr schon sagt, der Neid. Ganz oft ist es auch der Neid. So. Oh, die Person hat das und das. Ja, das möchte ich auch haben. Wenn ich das nicht habe, ja, nee, dann ist scheiße. Luca, nein, du kommst niemals umgelegen. Alles gut. Kommt dazu. Wir haben gerade eine kleine Deep Talk-Runde, aber passt. Passt. Trink endlich was. Danke. Danke. Warte, ich trinke Wasser. Ist besser. Jo, bisschen Normal Raid gemacht und mir fehlt so. Okay. Wie war denn der Normal Raid? Habt ihr den aktuellen gemacht? Oder habt ihr einfach nur alten Normal Raid Content gemacht? Ich behaupte mal 30, weil ich weiß, wovon du redest. Nee, es ist so weit gekommen, dass ich eine Sozialphobie entwickelt habe. Wenn man das so nennen darf, lasse keinen mehr weiter ran, als dass ich ihn werfen kann. Was ich nicht befürworten kann. Müdig. Bin gut im Namen geben. Welchen Klang will? Du darfst ja gleich den nächsten auswählen. Ist mir aber egal. Hau einfach irgendeinen Namen raus. Ich hoffe, dass ich gleich meinen männlichen aus meiner Reihe hier erwische. Ich gehe nämlich einfach nur die Reihe gerade sinnlos runter und gucke, dass ich hier irgendwie. Ah, da. Da sind männliche. Irgendeinen männlichen Namen. Für. Den da. Nee, bitte nicht speichern. Ja. Passt. Ich hoffe, es liegt bei dir. Das ist schon rum mit der Sozialphobie. Ich selber habe etwas Ähnliches, würde ich behaupten. Also ich lasse weniger an mich ran, weil ich meinen Kreis habe und die Enttäuschung nicht brauche. Weil ich eben Neues auftauchen könnten, wenn du verstehst, was ich meine. Auch das fühle ich. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich jemandem vertraue, da geht so unglaublich viel Zeit ins Land mittlerweile. So, er ist auf jeden Fall ungehobelt.
Ein ungehobelter männlicher Aura. Ihr dürft ihm gern Namen geben. Ich bin verdammt schlecht im Namen geben. Deutsch legt sich auch langsam. Ach. Solange ich so halbwegs lesen kann, ist alles gut. Aktuell. Ich muss den aktuellen auch noch machen. Ich muss den aktuellen auch noch machen. Ich habe auch noch nichts von gesehen. Ich wollte das Pad aus P8 nochmal gekriegt. Auch das Pad kenne ich noch gar nicht. Aura sucht Frau. Als Name? Lucarito. Wäre auch kein schlechter Name. Ich sehe schon in meinem. Ich fühle mich dann nicht wirklich unwohl. Merkwürdig. Wir haben schon wieder so lange geredet. Ja. Aber der Emote ist mega süß. Der Emote ist mega süß. Ich überlege gerade, Terban. Sucht mir mal was mit R. Irgendwas mit R. Ich habe so selten Namen mit R. Und ich glaube, der Lucarito, den würde ich gleich für den Lader nehmen. Sucht mir für die den Aura mal was mit R raus. Männlich. Männliche Aura. Ungehobelt ist er. Also es kann ruhig irgendwas Kräftiges sein. Irgendwas. Ne? Irgendwas Kräftiges. Ganz komische Beschreibung eines Namens, aber... Oder Raka. Raufaser Tapete. Rangiata. Roxana. Mit R fällt mir Roxas ein, aber ob der ungehobelt ist. Ja, gut! Mit Roxas verbinde ich halt Kingdom Hearts. Ich glaube, der war nicht ungehobelt, oder? Nee, ich glaube, der war eher. Doch weinerlich war er eher. Roxas war ja der Weinerliche. Aus Kingdom Hearts. Fand ich zumindest. Raufasertapete ist natürlich. Ich probiere einfach mal. Aber Kingdom Hearts noch nie fertig gespielt. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich nehme erstmal Rangiata. Mal gucken. Ich habe schon wieder zu schnell getippt. Mit TT. Sehr gut. Mal gucken. Das ist ja immer schwierig hier mit Namen. Ah, funktioniert. Sehr geil. Ich glaube, ich kann... Ich weiß gar nicht, wie viele habe ich denn jetzt? Ich glaube, ich kann mindestens noch 2 erstellen. So, dann wollte ich einmal den Lader. Momentan 3 Gehilfen. Ja, ich kann noch einen. Ich habe mir welche dazu gekauft, tatsächlich. Das ist schon einige Zeit her, aber ich habe mir welche dazu gekauft. Wo ist er denn? Sandling. Er kriegt nur eine andere Frisur. Nee, andere Frisur bitte. Ah ja, komm, nehmen wir den. Nein, nicht speichern. Ja. So, was war das? Lucarito. Den fand ich nämlich richtig cool für den Lala. Er ist ernst. Und ich hoffe, der ist noch nicht vergeben. Lucarito. Nicht richtig, ne? Jo. Ja! Sehr geil. Huch. Jetzt habe ich irgendwas anderes runtergesprüht. So, geht noch einer? Weiß nicht, wie viele Gehilfen ich dazu gekauft habe. Dann. Ah, nee. Schade. Ach, schade. Okay. Aus Spaß wird ernst. Ernst ist 3 Jahre alt.
Oh nein, Jervan, einfach nein. Einfach nein. Aber hey, jetzt haben wir 4 Gehilfen. Ja, 4. Sehr gut. So, bin aber auch wirklich, ich muss ins Bett. Alles klar, Ryan. Schön, dass du da warst. Auch wenn es gerade ein bisschen deep war. Und wir uns jetzt gerade eigentlich nur um meine Gehilfen gekümmert haben. Den ich jetzt gerade hier schon wieder, ne? Spaß ist dediziert. Aber vielen, vielen lieben Dank, dass du reingeschaut hast. Dir eine wundervolle gute Nacht. Und vielleicht liest man sich ja morgen. Morgen bin ich nämlich auch nochmal live. Freitag, Samstag ja nicht. Aber, ne? Mir fällt auf, dass ich Luca mit Lolorito gekreuzt hatte, namenstechnisch. Ja, stimmt. Deswegen fand ich, dass das so richtig gut zu einem Lala passte, Fenris. Das passte richtig gut. Deswegen wollte ich das auch unbedingt für meinen Lala haben. Das ist irgendwie so ein richtig, richtig cooler Name. Deep Talk ist auch mal wichtig, das stimmt. Ich finde ja... Also gut, das bleibt ja dem Streamer selbst überlassen, was er in seinem Stream sagt, tut, macht. Ich finde das aber ganz wichtig, wenn auch mal so ernstere Themen angesprochen wird. Wurde anfangs bei mir immer so, ne? Ja, warum muss das Thema denn sein? Ich so, ja, manche Leute wollen vielleicht auch mal drüber reden. Und ich bin tatsächlich auch ganz froh, wenn ich mal so ein bisschen erzählen kann, ne? Und sagen kann, jo, das und das ist mir auch mal passiert, ne? Und dass man da einfach mal so drüber redet. Es wird vieles einfach nur totgeschwiegen und das finde ich furchtbar. Es wird so vieles totgeschwiegen. Das sehe ich auch immer wieder, wenn ich mit meiner Familie rede, wo es dann heißt, oh nee, über sowas redet man aber nicht. Oder, nee, das kann man jetzt hier nicht besprechen. Wo ich mir denke, warum nicht? Wir sind doch hier in unseren 4 Wänden, warum kann man das denn nicht besprechen? Das ist ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Ich ziehe mich dann aber auch langsam ins Bett. Wir hören uns die Tage. Eine schöne Nacht euch. Dankeschön. Und vielen lieben Dank, dass auch du noch mal reingeschaut hast. Und schlaf schön. Luca, du bist ja auf meiner Insel zumindest ein Schokobo. Heißt tatsächlich ein Schokobo bei dir, Luca? Ich habe meinen Tieren auf meiner Insel noch keine Namen gegeben. Also, auch mal am Schaf. Müsste ich eigentlich auch mal machen. Bei mir heißen sie bisher halt nur so, wie sie da stehen. Aber ich habe jetzt meine Insel auf Stufe 6. Stufe 6, ja. Bin, glaube ich, kurz vor Stufe 7. Ich habe heute ein bisschen an der Insel gearbeitet. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß an meiner Insel. Ja. Und das kommt einfach da mit rein. So, wegschicken. Und einmal gucken. Noch Weg zur Stufe 7. Also ich glaube, mir fehlt noch ein halbes Level zur Stufe 7. Ich habe jetzt mein Feld ausgebaut. Meine Weide ausgebaut. Meine drittes Atelier hatte ich ja schon. Ich glaube, ein Wahrzeichen kann ich noch bauen. Und dann brauche ich halt noch dieses komische Werkzeug für... um weiter zu erforschen. Also... ja. Mal gucken. Mal gucken. Achso, ich wollte ja verkaufen. Das kann ich durchaus verkaufen. Das bleibt nochmal drin. Ich habe meine Tiere nach Community-Mitglieder von mir benannt. Das ist eine coole Idee. Würde ich wahrscheinlich auch so machen, wenn ich mit dem Schar hier irgendwann mal ankomme. Wenn ich mit dem irgendwann mal da bin, dann... aber das dauert. Das wird doch eine ganze, ganze Weile dauern. Bis ich da soweit bin... no way.
Jo, das kann ich auch verkaufen. Transaktionsliste. Das ist tatsächlich... Ach. Okay. Ich hab Fragen. Ich habe einfach nur Fragen. Will ich's wissen? 1000. Oh, verkaufen. Das kann ich auch verkaufen. Das eine war cool, ne? Das ist ein bisschen günstiger. Eigentlich günstiger. 50. Ne. Sicherlich nicht. Ohrring. Oh, endlich kann ich mal ein paar Sachen verkaufen. Ja. 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 Komm, machen wir einfach mal. Warum nicht?